Mein liebe Pfarrgemeinde, es ist ein viertes Mal, dass ich mich in dieser Form an euch wende. Heute, terminbedingt, am Gründonnerstag. Allerdings, so viele Zeichen stimmen heuer nicht. Eine lila Kerze wird nicht weiß, weil Ostern heuer nicht stattfinden kann. Das Fest ist zwar weltweit zu feiern, weil die Christenheit weltweit präsent ist, aber in unserer Gemeinde wird es nicht gefeiert werden. Wir haben ausgerufen, wir feiern heuer virtuell Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag und Ostersonntag. Virtuell heißt zu Hause, das Fest der Hauskirche. Wir sehen einander nicht bei der Feier, wir hören einander kaum, aber wir haben Texte angeboten, auf unserer Homepage sind sie zu finden, sodass jeder mit den Texten ausgestattet ist. Wir haben ganz kleine Osterkerzen gebastelt, die sind abzuholen oder schon zu Hause. Und wir werden eben Ostern als Gemeinde feiern. Und da brauchen wir noch Zeit und Geduld, denn die große Osterkerze ist pünktlich und fein vorbereitet. Unsere Kindergartenleiterin Frau Hanni Urban hat sie gemacht. Unsere Osterkerze wartet. Sie wartet genauso wie wir. Aber darum stehe ich heute in der Osterkapelle, so heißt sie. Das Mosaik hinter mir zeigt Jesus, den Auferstandenen. Das Grab ist leer, ein deutliches Zeichen. Die Wundmale sind sichtbar. Er ist es, der am Kreuze tot war, der im Grabe gelegen hat, ist auferstanden und lebt und geht den Seinen voraus, nachdem er sich Frauen gezeigt hat. Damals unüblich, weil Frauen keine Rechtspersönlichkeiten waren, keine Rechtspersonen. Und dennoch hat Jesus sich den Frauen gezeigt. Maria von Magdala war die erste Künderin des lebendigen, des auferstandenen Herrn Jesus Christus. Und er geht den Seinen voraus. Er geht auch uns voraus und wir haben den Auftrag, ihm nachzufolgen. Als österlich erlöste Gemeinde mit den Einzelnen, die getauft sind, ihm gleich geworden sind. Ich wünsche ein gesegnetes, fröhliches Osterfest, trotz aller Einschränkungen. Liebe Pfarrgemeinde, als stellvertretender Verantwortlicher des Pfarrgemeinderates darf auch ich heute Sie, darf auch ich heute euch ganz herzlich begrüßen. Wir stehen mitten in der Karwoche, einer Woche, die jahreszeitbedingt vom Wetter her nicht schöner hätte sein können. Ich sehe es als ein Geschenk Gottes, dass wir in dieser entbehrungsreichen, schwierigen Zeit uns wenigstens gut draußen bewegen können, vielleicht ein paar Stunden auf dem Balkon, der Terrasse, dem Garten so vorhanden verbringen können oder auch den einen oder anderen Parkbesuch oder Besuch im Wienerwald unternehmen können. Ich hoffe, dass Sie in diesen Tagen dafür Zeit gefunden haben. Mit dem Ostersonntag steht das wichtigste und höchste Fest der Christenheit ganz klar vor uns. Wir feiern Auferstehung. Und für mich wäre es das schönste Auferstehungszeichen, wenn in diesen Tagen der letzte Coronavirus-Infizierte das Krankenhaus verlassen könnte. Da sind wir aber noch lange nicht. Und wir werden auch noch lange nicht gemeinsam Messe in unserer Pfarrkirche hier feiern können oder uns zu einem Plauscherl im Gemeindezentrum treffen können. Aber die Zeit wird kommen, da bin ich ganz sicher. Und ich bin auch sicher, dass Pfarrer Norbert und das Liturgieteam schon ganz eifrig an einer großen Auferstehungsfeier arbeiten, die wir dann in einigen Wochen, vielleicht wenigen Monaten nachfeiern werden können. Jetzt bleibt uns dieser Tage für viele Familien nur die Möglichkeit, ein Osterfest so wie in der Urkirche, nämlich als Hausmesse, zu feiern. Vom Pfarrer Norbert haben wir einige Texte bekommen, auch Lieder stehen auf der Homepage, trotzdem mögen manche überfordert sein. Denn es ist ja viel leichter, mit dem Priester am Altar zu beten, dem Lektor zuzuhören, wenn er die Lesungen verkündet, oder mit dem Kantor mitzusingen. Jetzt sind wir selbst verantwortlich dafür. Jeder in seiner Familie in Form einer Hausmesse. Oder aber Sie schließen sich dem Fernsehpublikum an
und holen den Kardinal in ihr Zuhause via Fernsehen. Diese Möglichkeit hatte die Urkirche freilich noch nicht. Liebe Pfarrgemeinde, ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Osterfest, alles Gute, und ich beende es mit den beiden Worten, die wir in der letzten Zeit sehr oft im Fernsehen, im Radio oder auch im persönlichen Distanzgespräch gehört haben: gesund bleiben. Dankeschön.